is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Geheimnisse der Auferstehung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Unsere persönliche Identität wird in der Auferstehung gewahrt, obwohl nicht dieselben Materieteilchen oder dasselbe Material da sein wird, das ins Grab ging. Die Wunderwerke Gottes sind dem Menschen ein Geheimnis. Der Geist, der Charakter des Menschen geht zu Gott zurück, um dort aufbewahrt zu werden. Bei der Auferstehung wird jeder Mensch seinen eigenen Charakter haben. Gott wird zu seiner Zeit alle Toten hervorrufen, ihnen wiederum den Lebensodem geben und den trockenen Gebeinen zu Leben befehlen. Dieselbe Gestalt wird hervorkommen, aber sie wird von Krankheiten und Mängeln aller Art frei sein. Sie lebt wieder und trägt dieselben individuellen Züge, sodass Freunde sich untereinander erkennen werden. Kein Gesetz Gottes in der Natur weist darauf hin, dass Gott genau dieselben Materieteilchen zurückgibt, aus denen der Körper vor dem Tod bestand. Gott wird den gerechten Toten einen Körper geben, der ihm gefällt. Paulus veranschaulicht diesen Gegenstand durch das Getreidekorn, das auf den Acker gesät wird. Das ausgesäte Korn stirbt ab, aber ein neues Korn kommt hervor. Die natürliche Substanz im Getreidekorn, die abstirbt, wird nie genauso aus dem Boden entnommen, wie sie vorher war. Gott gibt ihm einen Körper, wie es ihm gefällt. Ein viel feineres Material wird den menschlichen Körper ausmachen. Denn er ist ja eine neue Schöpfung, eine neue Geburt. Ein natürlicher Körper wurde gesät und ein geistlicher Leib aufersteht. Der Gläubige stirbt vielleicht, wie auch Christus starb, aber das Leben des Erlösers ist in ihm. Sein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, hatte Jesus gesagt, und es in Überfluss haben. Er führt diesen großartigen Prozess weiter, durch den Gläubige schon im gegenwärtigen Leben eins mit ihm werden, um dann in alle Ewigkeit mit ihm eins zu sein. Am letzten Tag wird er sie als Teil seiner selbst auferwecken. Christus wurde mit uns eins, damit wir mit ihm in seiner Göttlichkeit eins werden können. The Lord.